Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Rudershoff. Am Telefon, mit wem spreche ich? Wagner, es geht um Ihre aktive kostenlose Lotto-Teilnahme von der staatlichen Lotterie, das nicht gekündigt wurde. Ob Sie es vergessen haben einzureichen, weil sich das verlängert hat. Nö, möchte ich nicht weitermachen. Ist nett, dass Sie anrufen. Weil das hat sich jetzt auf 12 Monate verlängert, ob das beabsichtigt war. Nö, das wollte ich ja gar nicht. Okay, es ist irgendwie untergegangen wahrscheinlich, ne? Zu kündigen. Ich wüsste gar nicht, wann die Anmeldung gewesen sein soll. Das war im Juni. Die Unterlagen haben Sie in die Klops Stockstraße 126 in Bayreuth zugesandt bekommen. Klopstock? Und informiert, dass Sie auch bitte. Ja? Da wohne ich seit 7 Jahren nicht mehr. Okay. Weil ja. Die Unterlagen kommen auch nicht zurück. 2017 sind wir umgezogen. Okay. Sind ja 51 geboren, ne? Machen Sie Ihre Post selber oder macht das jemand anders für Sie? Das mache ich selber, ne? Ich lebe ja alleine. Okay. Haben Sie einen Betreuer oder sowas nicht, oder? Bitte? Ob Sie einen gesetzlichen Betreuer haben? Nein, sowas, da brauche ich ja nicht, ne? Nein, ich muss leider fragen, damit er das versteht. Ja, ist ja schon. Aber ich gehe natürlich nach 7 Jahren nicht mehr gucken, ob da Post hingeht an die alte Anschrift, ne? Da kann ich ja nichts für. Na, natürlich, Herr Rudersdorf. Ja. Aber was ist denn die aktuelle Adresse, damit ich die Unterlagen nochmal für Sie rausschicke, damit wir das zu Ende machen, bitte? Ja, das haben Sie was zu schreiben? Ja. Das ist 91448. 91488? Nein, 91448. Achso, Entschuldigung. Bitte? Ja. 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 Genau. 91448. Emskirchen. Genau. Genau. Das ist ja weit weg von Bayreuth, ne? Da kriege ich das ja nicht mit. Genau, und die Straße hieß? Hans Herbert von Rudersdorf ist mein Name. Nein, die Adresse, die Straße. Ja, Klopstockstraße, da wohne ich nicht mehr, genau. Genau, und die aktuelle Adresse ist? Ach so, jetzt sagen Sie das doch, Entschuldigung. Das ist ja der Altschauerberg. Alt? Ja, in Emskirchen, ne? Ja, Haus Nummer 8. Nummer 8. Ganz genau. Okay, dann tue ich das schnell aktualisieren. Wofür brauchen Sie das denn? Auch. Bitte? Wofür Sie das brauchen? Damit ich Ihnen die Unterlagen jetzt nochmal rausschicke, weil das hat sich ja für Sie auf 12 Monate verlängert mit 77 oder 77 Monaten. Nee, überhaupt nicht. Genau, deswegen. Also mal abgesehen davon, dass ich da gar nichts gemacht habe, da muss ja irgendwas mächtig schief gelaufen sein. Wenn da so eine alte Adresse bei Ihnen rumwuselt, da im Büro. Ne? Ja, wir kriegen es halt von der Zentralbank in Frankfurt zugesandt. Sie kriegen von der Zentralbank in Frankfurt? Da muss ich gleich mal anrufen, was die denn da für ein Theater veranstalten, dass sie da so alte Sachen verwenden. Ja, da haben wir natürlich nichts dazu. Aber ich schicke Ihnen die Unterlagen auch noch mal nach Emskirchen, in die Altschauerberg 8. Ja, und Sie haben jetzt, und von wem sind Sie jetzt? Ich komme gerade ganz durcheinander mit all den Sachen da. Ich rufe für die staatliche Lotterie 6 aus 49, Spiel 77 an. Ja. Das, was Sie auch vor der Tagesschau samstags, mittwochs mitverfolgen können. Ja, und das ist dann welche Firma? Ja. Sind Sie von Lotto oder beauftragt? Vom Lotto. Direkt. Ich arbeite für die Lotto-Gesellschaft. Ach so, ja, gut. Also meine Frage ist, war das jetzt beabsichtigt, dass Sie 12 Monate weiterspielen wollten? Wahrscheinlich nicht. Nö, überhaupt nicht. Ich habe mich ja nicht mal angemeldet.
Also hier steht, dass sie sich dieses Jahr Juni registriert haben für eine kostenlose Lotto-Teilnahme über eine allgemeine Geschäftsbedingung mit den Klausen 3 Monate kostenlos mitzuspielen. Mit Klaus? Mit den Klausen 3 Monate kostenlos mitzuspielen. Klausen heißt mein Nachbar, aber was hat der da? Das verstehe ich jetzt nicht. Wollten Sie denn Manfred Klausen, der wohnt hier über mir, wollten Sie bei dem anrufen? Nein. Wissen Sie, was eine allgemeine Geschäftsbedingung ist, eine AGB? Ja, doch, das ist mir bewusst. Genau. Ne? Ich habe ja im Zoofachhandel gearbeitet, ne? Genau, und drunter stehen Klausen. Ja, der Klaus, genau. Ja. Ich schicke mal die Unterlagen so raus, wie ich es erhalten habe, dann lese ich es mal erstmal durch. Ja? Und was machen wir da jetzt, um mich da rauszuholen? Die schnellstmögliche Gelegenheit sind natürlich statt 12 3 Monate, dass sie nur noch 3 Monate, 77 oder 77 monatlich zahlen. Wie kriegen wir denn raus, wer mich da angemeldet hat? Weil wir wissen jetzt ja schon mal, dass die Adresse nicht richtig ist. Ja, ob die Adresse jetzt alt ist oder neu ist, das ist für uns natürlich irrelevant, weil die Unterlagen werden an uns zugesandt, wenn sich jemand registriert. Vielleicht haben sie noch die alte Adresse angegeben damals, das weiß ich jetzt leider nicht. Also mein Kopf funktioniert eigentlich noch ganz gut, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass ich da rauskomme, ne? Denn den Rest kann man ja hinterher klären. Genau, Herr Rudersdorf, meine Aufgabe ist, Kunden anzurufen, die ihre Frist verpasst haben, zu kündigen. Ja. Wenn das nicht beabsichtigt war, haben sie natürlich Rechte in Deutschland. Genau. Dass ich sie raushole statt 12 auf 3 Monate, das ist die Mindestlaufzeit für Herrschaften, die in Deutschland nicht gekündigt haben. Ob sie von ihrem Recht Gebrauch machen möchten, wollte ich fragen. Dass sie nur noch Dezember, Januar, Februar dabei sind. Ja, doch. Das ist, krieg ich da eine, warte, das ist ja jetzt Oktober, das müsste dann ja November losgehen, oder nicht? Nein, das geht bei, weil wir haben ja jetzt Ende Oktober, bis die Unterlagen bei Ihnen ankommen. Ach so. Die Zeit noch zum Spielen, das dauert natürlich. Also, na gut, das macht Sinn. Das macht Sinn. Kriege ich denn da nochmal eine Aufstellung für? Sie kriegen alles nochmal schwarz auf weiß zugesandt, auf jeden Fall. Das ist toll. Können wir das per E-Mail auch machen? Natürlich. Haben Sie eine E-Mail? Ja, doch. Eine aktuelle? Ja, ja. Soll ich Ihnen die zur Verfügung stellen? Wenn Sie möchten, ja. Bitte? Ja, das wäre natürlich besser. Ja. Das wäre schneller. Können Sie dann einmal notieren? Soll ich einfach sagen oder soll ich buchstabieren? Einfach buchstabieren oder sagen. Ja, Bertha, Ida, Doppel-Theodor. Ja. Sind Sie soweit? Ja. Können Sie noch, was haben Sie jetzt geschrieben? Bertha, Ida, Theodor. Ja, dann kommt Emil Kaufmann. Emil, Ida. Ja? Ja. Nordpol, Emil. Wilhelm, Emil, Richard. Bertha, Udo, Nordpol. Ja. Dann kommt noch ein Gustav. Ja. Und dann die Jahreszahl 2024. Alles zusammenschreiben, bitte. @gmail.com hat mein Enkelsohn gemacht für mich. Ist gut, oder? Okay. Ja. Gut. Also im Prinzip bitte keine Werbung, 2024@gmail.com. Ich fürchte nur, jetzt ist das Jahr bald zu Ende, dann brauche ich ja wieder eine neue vermutlich. Nicht, dass die Post dann verloren geht, ne? Nein, das hat mit den Jahren nichts zu tun. Also das bleibt, das ändert sich da nicht? Nein, das hat nur, wenn Sie selber möchten. Nö, ich habe jetzt lang genug gebraucht, mir das zu merken. Also was heißt merken? Ich habe es mir aufgeschrieben, um ehrlich zu sein. Aber dann müsste ich einen neuen Zettel machen und das würde ich wahrscheinlich auch wieder vergessen.
nein. Sei es drum. Also, aber das ist nett, dass Sie mir das erklärt haben. Also bitte keine Werbung. gmail.com. Nein, bitte keine Werbung. 2024. Das kommt noch hinter die Wörter. Also 2024@gmail.com. Ah, okay. Genau. Und was schicken Sie mir jetzt da? Ich habe das schon wieder vergessen. Genau. Also ich schicke Ihnen erstmal alles postalisch, damit Sie erstmal alles schwarz auf weiß haben. Ne? Für uns ist nur wichtig, dass ich Sie jetzt erstmal die 12 Monate erstmal stoppe. Genau. Und auf eine gesetzliche Mindestlaufzeit von 3 Monaten runterstufe. Das ist gut. Es ist gut, dass Sie heute anrufen, weil ich fahre nächsten Montag zur Kur, dann wäre ich erst mal 4 Wochen gar nicht da gewesen. Das hätte Ärger gegeben, oder? Ja, was heißt Ärger, dann hätte ich halt Sie nicht runterstufen können. Aber gut, dass ich Sie erreicht habe. Ja, da freue ich mich auch, danke. Sie sind am 9. April 1951 geboren. Ganz genau. Möchten Sie, dass ich oder wir Ihre Daten danach entfernen aus unserem Datensystem, komplett löschen? Was bedeutet das? Dass Sie keine Werbung bekommen und dass Ihre ganzen Daten für niemanden mehr zusichert sind. Also keiner das sehen kann. Also das soll passieren, dass da keiner irgendwie irgendwas machen kann. Keine Werbung. Nein, machen kann keiner sowieso. Aus Ihrer Zustimmung. Aber dass keine Werbung zu Ihnen nach Hause kommt. Ja, das ist gut. Wenn wir das so vereinbaren können, dann wäre ich Ihnen da schon sehr dankbar. Weil das rufen ganz oft seltsame Leute hier an. Nicht, dass das dann noch mehr werden. Nein. Also ich erkläre es mal ganz kurz. Wissen Sie, was da neulich hat einer? Da hat einer im Internet meine Nummer reingeschrieben, dass es bei mir Weihnachtsbäume zu versenken gibt. Da haben hier die ganze Woche Leute angerufen. Von morgens bis abends, weil die Weihnachtsbäume reservieren wollten. Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Das ist gut, ne, weil ich kann ja nicht mehr so gut laufen, ne? Und dann bin ich jedes Mal zum Telefon hin und dann war das wieder so ein Weihnachtsbaumanruf. Da habe ich mich schon sehr geärgert. Ja, das glaube ich. So, ich erkläre es mal ganz kurz, ja. Herr Rudersdorf. Ja? Sie haben natürlich jetzt das Recht, wie gesagt, auf eine vorzeitige Beendigung, das sind die 3 Monate statt 12 Monate mit 77 oder 77 monatlich. Das ist günstig, oder? Ist normal. Sie spielen natürlich alle Spieler mit. Wenn sie was gewinnen, wird es aufs Konto überwiesen und sie werden nur postalisch benachrichtigt. Gut. Die Erstabbuchung wird der 1. Dezember, 1. Januar, 1. Februar für Sie gültig sein. Sie spielen immer einen Monat danach. Wenn Sie was gewinnen, wird es komplett aufs Konto überwiesen und Sie werden nur postalisch benachrichtigt. Keine Anrufe oder keine E-Mail bekommen, weil Sie was gewonnen haben. Kein E-Mail? Aber warum haben wir die dann aufgeschrieben? Wir haben die doch gerade buchstabiert. Genau, die Unterlagen gehen ja postalisch für Sie raus, aber wenn Sie welche Fragen haben, ich schicke Ihnen unsere E-Mail-Adresse auch raus. Ach, dann können Sie per E-Mail an uns schreiben und wir schreiben per E-Mail an Sie zurück. Aber wozu haben Sie meine E-Mail denn jetzt gebraucht dann? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, weil Sie gesagt haben, ob Sie Ihre E-Mail mir geben sollen, das notiere ich natürlich, das ist dann in Ihrer Akte auch beschrieben. Wenn wir was möchten, können wir Sie auch dann e-mailig anschreiben. Ne? Ist ja kein Problem. Na gut, das macht Sinn. Ja, ist ja kein Problem. Das ist auch eine staatliche Institution. Nochmal, also, was war? Wir sind eine staatliche Institution hier. Was ist eine Institut hier? Das ist die staatliche Institut. Staatliche Lotterie 6 aus 49. Das, was Sie auch vor der Tagesschau samstags, mittwochs mitverfolgen. Institut hier. Haben Sie russische Wurzeln? Nein, ich habe verstopfte Nase gerade. Ach so. Das hörte sich so an wie Russische Föderation, also Russische Föderation, weil ich habe damals in der Schule ja noch Russisch gelernt. Da hätte ja sein können. Also und Sie müssen krank arbeiten, das ist aber auch nicht schön. Ja, ich arbeite von zu Hause, Homeoffice, es geht. Ach, nicht. Ja, das ist ja so eine Neuerung unserer Zeit. Ne? Dann geht das ja noch. Seit Corona sind wir alle zu Hause, hat der Vorstand entschieden. Ach so, manchmal gut. Der Vorstand vom Lotto oder von ARD.
Nee, nee, vom Lotto. Vom Lotto. So, ich muss natürlich auch weitermachen. Klar. Sie haben natürlich jetzt auch ein Widerspruchsrecht. Das gilt jetzt natürlich für die 3 Monate, wenn Sie die Unterlagen bekommen. Ja. Wenn Sie einen Widerspruch einlegen, heißt es, dass Sie die 3 Monate nicht möchten. Dann bleibt es natürlich mit 12 Monaten, das wäre da nicht Sinn des Zwecks. Bitte keinen Widerspruch, einfach die 3 Monate sauber einhalten und dann haben Sie es hinter sich. Sie kriegen natürlich auch die Kündigungsunterlagen, beziehungsweise die Unterlagen, da wo Sie selber eine Kündigung bitte rausschicken an uns. Einfach einen Satz aufsetzen, ich möchte zu bestmöglichen Zeitpunkt beenden, das ist dann Ende März für Sie. Zum bestmöglichen oder zum nächstmöglichen? Zum nächstmöglichen oder zum bestmöglichen, das ist das Gleiche. Das heißt für uns dann, dass Sie nur noch die 3 Monate möchten. Wenn Sie nicht die Kündigung an uns rausschicken, spätestens Mitte Januar, spätestens, dann verlängert sich das ab jetzt für Sie immer auf 1 Monat. Monatlich? Aber warum hat sich jetzt um ein ganzes Jahr verlängert, wenn es später nur 1 Monat ist? Ich stoppe die 12 Monate und ich lasse sie jetzt nur noch für 3 Monate hier. Ach so. Das ist ja Ihr, wie gesagt, das ist ja Ihr Recht, das ist paragraphisch festgelegt. Welcher Paragraph ist das denn? Da müsste ich selber nochmal schauen. Ach so. Das fragt mich eigentlich keiner, deswegen muss ich selber gucken. Ja, ich habe sehr viel Zeit, dann will ich das nachher einfach mal lesen, damit ich auch verstehe, was ich da falsch gemacht habe, ne? Das 312d Absatz 3. Was war das? 312d Absatz 3. Von welchem Gesetz denn? Bundesgesetzbuch. Mindestlaufsatz, also Kündigungsfrist vorzeitig ausschreiben zu können. Also das steht im Bundesgesetzbuch drin, sowas? Ich kenne mich da ja gar nicht aus, ne? Genau, steht dann alles drinnen. Gut, können Sie nachschauen, ist ja gut, kein Problem. Gut. So, genau, das hatte ich. So, Ihre IBAN, ist es immer noch die richtige, wenn ich sie vorlese? Haben Sie die zur Hand? Ich habe das im Kopf, ne? Ich kann ja nicht mehr mich so gut bewegen, sag ich mal, aber mein Kopf, ne, der funktioniert noch wie, das ist ein Uhrwerk. Okay, weil ich habe ja früher Uhren repariert und auch selber hergestellt. Da kann man sich Zahlen merken, ne? Okay, dann fange ich mal an, okay? Gesundheit. Danke. Gerne. So, das wäre die DE 9487055002355 und die letzten 4 Zahlen von Ihnen zu hören, bitte, für Personalbestätigung. War's das schon? Die letzten 4 Zahlen würde ich gerne von Ihnen hören, für Personalbestätigung, bitte. Für welches Personal denn? Personalbestätigung, dass ich auch wirklich mit Herrn Rudersdorf rede. Ist ja klar. Tut mir leid, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was soll ich jetzt machen? Sagen Sie mir mal die letzten 4 Zahlen von Ihrer IBAN, bitte. Um was zu tun? Damit ich die 12 Monate stoppen kann. Das war die E94 am Anfang, ne? Genau, 87. Ja, alles gut. Ich habe ja mehrere, ne? Deswegen nicht, dass ich in das... Das weiß ich nicht. Ja, ich habe ja noch... Ich esse ja und trinke ja nur noch, was ich wirklich brauche. Und den Rest, den spare ich ja für meine Enkelkinder, ne, damit die mal ein besseres Leben haben. Und den Rest, den packe ich aufs Sparbuch drauf, ne? Okay. Ja, ja. Sagen Sie mir mal von 9487 die letzten 4 Zahlen, bitte. Ja, das ist 1081... Genau, die Sparkasse Zwickau, ne? Ganz genau die. Genau, gut. Ich werde das jetzt weiterleiten an die Kollegen. Die werden sich das jetzt, die werden das jetzt registrieren, beziehungsweise bestätigen, dass ich sie runtergestuft habe. Ja. Ich wiederhole mich nochmal. Sie müssen spätestens Mitte Januar die Kündigung an uns rausschicken, damit sie auch wirklich Ende Februar draußen sind. Das ist gut. Sie zahlen immer 1 Monat vorher. Also Sie zahlen Dezember für Januar zu spielen, Januar zahlen Sie für Februar und Februar zahlen Sie für März zu spielen, ne? Aber Sie sagten, das Dezember, Januar, Februar, dann brauche ich ja für den März nichts mehr bezahlen. Nein, aber Sie spielen mit März mit.
Ach so. Sie zahlen Dezember, damit sie Januar spielen, und Januar zahlen sie für Februar zu spielen, und Februar zahlen sie, damit sie März spielen, wenn sie was gewinnen. Das ist eine lustige Handhabung. Ja, die kassieren immer vorher ab. Das ist leider nicht meine Firma, ist ja klar. Ja, ja, ne, sonst würden sie ja nicht anrufen. Ne? Rufen mich denn ihre Kollegen dann nochmal an zur Auftragsaufnahme? Genau, die werden bei einer Aufnahme Ihnen Ihre Daten nochmal komplett vorlesen, damit ich keinen Fehler gemacht habe, damit Sie auf der sichersten Seite sind. Das ist gut. Sie dürfen natürlich, genau, Sie dürfen natürlich die Dame oder den Herrn, der anruft, nicht unterbrechen. Wenn Sie unterbrechen, die Aufnahme müssen Sie immer wieder vorne anfangen, ne, damit ja. Sie Bescheid ist. Wer ruft denn da an? Welcher Herr oder welcher? Oh Gott, das weiß ich nicht. Das hätte ja schon können. Nee, wir haben über 50 Anrufer. So viele? Wo sitzen Sie denn? Da haben Sie ein großes Büro, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Wo sind Sie denn überhaupt? Stuttgart? Genau. Also ja, klasse, ich bin in Stuttgart aufgewachsen. In welchem Stadtteil sind Sie denn? Also ich bin in München gerade, zu Hause, wie gesagt. Ja, ja, aber wo die Zentrale da ist, in welchem Stadtteil? Und das kannst du den Kollegen fragen, der dann angerufen hat. Na gut, dann frage ich das denen gleich, ne? Mhm. Gut. Genau, in der nächsten halben Stunde, wenn Sie den Anruf bekommen, wird wir bei einer Aufnahme Ihnen Ihre Daten nochmal komplett vorgelesen. Ja. Und dann krieg ich erst ein grünes Häkchen und dann geht die Post für Sie raus, schwarz auf weiß. Da steht alles nochmal für Sie drin. Und dann suchen Sie sich einfach eine Adresse aus, wo Sie per E-Mail oder postalisch die Kündigung an uns bitte rausschicken, ja? Können Sie mir die E-Mail-Adresse schon mal geben? Dann kann ich das in Zwischenzeit machen, bis die Leute anrufen. Das wäre doch eine gute Zeitnutzung. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Abteilung Sie anruft. Die haben natürlich mehrere E-Mail-Adressen, weil die Herrschaften, die Sie anrufen, werden auch die E-Mail für Sie dann zu Hand haben, ne? Das ist dann kündigung@lotto.de, oder? Nein, nicht lotto.de. Das ist die staatliche Lotterie 6/49, Spiel 77, Super 6. So eine lange Internetadresse? Das kann ich mir nicht merken. Nein, können Sie das einmal buchstabieren, bitte? Genau, das kriegen Sie alles nochmal schwarz auf weiß. Da steht wir haben mehrere E-Mail-Adressen. Ich weiß nicht, eine reicht mir. Ich weiß aber nicht, welche für Sie zuständig ist. Ach so. Das habe ich gemeint. Das meine ich die ganze Zeit. Na ja. In den Unterlagen steht alles für Sie schwarz auf weiß. Das ist nett. Am Telefon machen wir nur Ihre Datenaufnahme. Und ob wir sie runterstufen oder nicht, das möchten sie ja. Und das war's für mich eigentlich. Genau, das ist nett. Ich schicke Ihnen jetzt die Unterlagen raus, wenn ich den grünen Häkchen habe. Ja. Die Kollegen rufen Sie an. Gut. Bitte nicht unterbrechen, das dauert 10-20 Sekunden. Ja. Und dann kriege ich hier ein grünes Häkchen, Herr Rudersdorf. Ja. Das ist ganz lieb von Ihnen. Sie sind ein guter Mensch, dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, dass Sie auch was gewinnen. Na, ist ja klar. Was gibt es da eigentlich zu gewinnen? Sie können von 50 Cent bis 100 Millionen gewinnen. Also Bargeld im Prinzip. Ja, ja, natürlich. Aber ich wiederhole mich. Sie werden nur postalisch angeschrieben und das Geld wird sofort aufs Konto überwiesen. Sie werden keine Anrufe bekommen, wenn Sie jemand anruft, dass Sie was gewonnen haben. Hat mit uns nichts zu tun. Können wir denn dann, wenn das so gefährlich ist, da draußen noch ein Passwort ausmachen, für den der anruft? Nein, Passwort gibt es nicht. Das ist verboten. Warum denn? Das ist ja gefährlich dann. Ja, ja, aber wenn Sie jemand anrufen und sagt, Sie haben 10.000 Euro gewonnen. Na, das Passwort kennen ja aber nur Sie. Deswegen ja. Ja, aber wir haben so eine Regel nicht. Das ist leider eigentlich in Deutschland verboten. Passwort. Ach so. Weiß denn der jetzt dann anruft, weiß der denn, wie Sie heißen? Ja, natürlich. Wie war denn Ihr Name nochmal, bitte? Wagner ist mein Name, Uli. Wagner, wie der Dichter und der General, ne? Dann frage ich nochmal, dann weiß ich ja, dass das... Weil ich hatte neulich auch so einen seltsamen Anruf. Ich habe vor 20 Jahren, als das losging, habe ich mal was mit diesen Bitcoins gemacht, ne?
Damals wusste ich gar nicht, was das ist. Ich fand das einfach lustig. Und dann habe ich vor 3 Jahren mal von meinem Enkel erfahren, wie viel die jetzt wert sind, diese Teile. Und ich habe hier eine ganze Menge davon auf einer Festplatte. Und wir sind jetzt gerade noch am Warten, weil der ja gerade wieder so viel Wert verloren hat, dass das wieder nach oben geht. Und dann will ich die alle verkaufen. Ja, klar. Ich habe 17 okay. Stück. Okay, das ist nicht wenig. Aber sagen Sie das auch nicht jedem? Nee. Teilen Sie das bitte niemandem, ne? Auch nicht im Internet. Nee, die gebe ich nicht weiter. Ne? Das ist ja mein Erbe im Prinzip. Egal, aber sagen Sie es bitte am Telefon nicht jeder Person. Jeder ist nicht so wie ich, ne? Ja, deswegen okay. Habe ich es Ihnen ja gesagt. Genau. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie der Stalin angerufen hätte, du, da hätte ich ja nicht mit ihm gesprochen, ne? Okay. Gut, Herr Rudolfsdorf, ich muss auch weitermachen. Ja, klar. Hat mich gefreut. Ich leite das jetzt weiter. Der nächste Anruf kommt in der nächsten halben Stunde. Ja? Das ist ein Traum. Vielen Dank, guter Mann. Alles Gute für Sie. Für Sie auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück, viel Spaß und bleiben Sie auf jeden Fall gesund zu Hause. Das ist das Wichtigste. Ja, Sie auch. Vielen Dank und gute Besserung nochmal. Ne? Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Oh, Leute, was ein ehrenloser Mistbock. 312 BGB, Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246a des Einführungsgesetzbuches zum BGB zu informieren. Also nichts hier mit Laufzeiten und was, aber ist ja klar, dass so ein Mist nicht in Gesetzen drin steht. Dann warten wir jetzt mal auf den Rollanruf, wie lange wir die Sau noch ärgern können. Und die Zwischenzeit könnt ihr nutzen, um einmal das Däumchen nach oben zu machen, einen Kommentar und das Video zu schreiben. Ganz viele andere Böckchen, die tollen Wahnsinn hier zu hören bekommen. Vielen Dank, bis gleich. Schönen guten Tag, Lea Milz, mein Name von der Kontrollabteilung MSS. Melde ich mich, Hans-Herbert von Rudersdorf, wollte ich gerne sprechen. Der ist am Telefon. Wen habe ich da bitte? Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Ich heiße Milz. Können Sie das einmal buchstabieren? Gerne doch, also M wie Martha, I wie Ida. Ja. Dann L wie Ludwig. Ja. Z wie Zeppelin. Ah, die Milz, ne? Ja, gut, Entschuldigung. Verstanden gehabt. Gar kein Problem. Sie hatten ja mit Herrn Wagner telefoniert, Herr von Rudersdorf, und ich möchte gerne kurz die Zusammenfassung für die 3 Monate durchführen, ja? Ja, haben Sie auch das Passwort? Welches Passwort? Na, dass ich mit dem Herrn Wagner abgesprochen habe. Aber ich sage Ihnen doch von Herrn Uli Wagner. Von wem soll ich das denn wissen, dass Sie mit Herrn Wagner besprochen haben? Ja, das ist auch das ist auch wieder wahr. Ja, ist ja auch wieder mal was, ne? Ist ja logisch. Ja, da habe ich nicht zu Ende gedacht. Also, falls noch mal jemand nachfragt, das Passwort ist Kartoffelgratin. Wie heißt das Passwort? Kartoffelgratin, wie das Essen. Kartoffelgratin. Okay, aber Kartoffelgratin kann ich mir schon vermerken. Aber von das unserer Seite aus werden Sie ja nicht mehr angerufen, weil ich hier die letzte Station bin, weil ich Ihnen hier die Unterlagen mehr zuschicken werde. Ach, Sie sind die Endstation? Ich bin die Endstation, genau. Bitte alle aussteigen aus dem Zug und aus dem Gewinnspiel. Also, bevor ich auch kurz loslege, Herr von Rudersdorf, beziehen Sie denn irgendein eine staatliche Unterstützung? Nochmal bitte? Ob Sie eine staatliche Unterstützung haben, so wie Privatinsolvenz, gesetzlichen Betreuer? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Was möchten Sie fragen? Ich meinte, ob Sie eine staatliche Unterstützung haben. Privatinsolvenz, gesetzlichen Betreuer? Ich beziehe die Altersrente, ne? Nein, außer die Altersrente. Nee, da geht's, sonst geht's mir ganz gut. Okay, hört man auf. Danke. Wenn Sie mir dann kurz 2 Minuten geben, dann fange ich kurz an, Herr von Rudersdorf. Was soll ich machen? Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe nur noch ein Ohr. Okay, Sie machen gar nichts, Sie hören mir einfach kurz zu, damit ich Ihnen hier die ganzen Punkte nochmal erwähne, ja? Die Punkte? Was Sie mit Herrn Wagner besprochen haben. Ach so. Okay? Gut. So, dann fange ich mal kurz an. Haben Sie denn, bevor ich kurz starte, haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte? Ob Sie irgendwelche Fragen haben?
Ja, der Kollege hat gesagt, Sie sind in Stuttgart, ne? Ja. In welchem Stadtteil sind Sie denn da? Ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Wollen Sie vorbeikommen, Herr von Rudersdorf? Nee, ich wohne jetzt ja in Bayreuth, ne? Ich habe nur gefragt, welcher Stadtteil das ist, ne? Also das ist ja die Holte-Ecker Straße 8. Oh, das sagt mir nichts. Welcher Stadtteil ist das denn? Ist das Friedrichshain oder Kreuzberg? In Kreuzberg. In Stuttgart-Kreuzberg. Na, das ist eine schöne Ecke. Auf jeden Fall. Ich fange dann kurz an mit der Zusammenfassung, Herr von Rudersdorf. Ja. Wenn Sie Fragen haben, dann, wenn es möglich ist, entweder jetzt oder nach der Aufnahme. Kriegen wir hin. Okay, dann fange ich mal kurz an. Ganz kleinen Moment. Ja, ich habe Zeit, ich laufe nicht weg. Danke. Bitte, So. sehr gerne gesehen. Danke. Herr Hans-Herbert Ja, von ich finde das Rudersdorf. immer ganz schlimm, wie unfreundlich die Menschen heute zueinander sind. Da muss man ja selber nicht auch so machen. Na? Das stimmt. Herr von Rudersdorf, ich habe eine begrenzte Zeit wegen der Zusammenfassung, circa 2 Minuten 30 Sekunden, wenn irgendwelche Rückfragen sein sollten, wenn es möglich ist, nach der Aufnahme, ja? Gut. Okay, dann fange ich mal an. Herr Hans-Herbert von Rudersdorf, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Ich fasse kurz zu Ihrer und zu unserer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen und zeichne das Gespräch ab jetzt auf. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Mein Name ist Lea Milz. Ich rufe Sie wegen dem Produkt MSS aus der Firma Vision an und heute ist der 29.10.2024 und es ist 13:42 Uhr. Waren Sie denn auch mit der Beratung und der Höflichkeit zufrieden? Von Ihnen oder von dem Kollegen? Von dem Kollegen. Ja, der war sehr freundlich. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, ne? Okay. Auch über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten wurden Sie aufgeklärt? Ja, der hat mir alle möglichen Paragraphen gesagt. Ich habe mir das aufgeschrieben und lese das nachher. Okay, dann fasse ich das Wichtigste kurz zusammen. Und zwar Ihre Teilnahme bei der MSS wird zunächst für eine Laufzeit von 3 Monaten geschlossen und kann unter der Einhaltung einer Frist von spätestens 2 Wochen vor Ablauf der Teilnahme gekündigt werden. Wenn Sie nicht kündigen, verlängert sich die Laufzeit um jeweils einen weiteren Monat. Auch Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, bleiben bis zur Vertragszerfüllung gespeichert. Zu Ihren Spielen in dieser Zeit, Sie nehmen mit Ihrem GbR-Anteil insgesamt mit 149 weiteren Anteilinhabern monatlich an bis zu 1080 Zahlenreihen bei dem 6 aus 49 und 10 Tipps bei dem Spiel 77 teil. Hierzu erhalten Sie zum Monatsanfang Ihre kompletten Zahlenreihen postalisch zugesandt. Der Beteiligungsbeitrag beträgt 77,77 € im Monat und dieser wird rechtzeitig von Ihrem Girokonto per SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht. Die Abbuchungen finden immer zu Anfang des Monats statt, somit wäre die erste Abbuchung bei Ihnen hierzu zu Anfang Dezember 2024. Das ist dann auch machbar für Sie? Soll ich jetzt antworten? Ja. Ja. Okay. Spätestens 2 Wochen vor Beginn Ihrer Teilnahme erhalten Sie Ihr persönliches Begrüßungsschreiben hierzu postalisch zugesandt, damit Sie dann auch nochmal alles schwarz auf weiß zur Hand haben. Was ist denn das Und Begrüßungsgeschenk? Was gibt's denn da? das Begrüßungsschreiben mit die Unterlagen Ach meine ich so. damit. Okay. Und auf Ihr Widerrufsrecht und die geltenden AGBs wurden Sie ja bereits hingewiesen und stimmen diesen zu? Herr von Rudersdorf? Ich bin da. Okay, auf dem Widerrufsrecht und die geltenden AGBs wurden Sie bereits hingewiesen und stimmen diesen zu? Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage? Ich bin unsicher, was ich machen soll. Das ist eine Frage, Herr von Rudersdorf. Ich stoppe mal kurz die Aufnahme.
Ich werde Ihnen ja bei der Aufnahme ein paar Fragen stellen. Ist ja sicher, ob Sie mit der Beratung und der Höflichkeit zufrieden waren. Genau, das haben wir ja besprochen. Der war richtig nett, der junge Mann. Genau. Und über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten werde ich Sie nochmals fragen, ob Sie diesbezüglich aufgeklärt worden sind. Dann werde ich fragen, ob es halt finanziell machbar ist, die 3 Monate anstatt die 12 Monate. Ja, das habe ich Ihnen ja bestätigt. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Genau, nein, ich sage Ihnen ja jetzt nur gerade die Fragen, die ich Ihnen jetzt fragen stelle. Ja. Und ob Sie über den Widerrufsrecht informiert worden sind, damit meine ich, dass die 3 Monate sauber eingehalten werden müssen. Ja, das heißt, der Vertrag dürfte nicht widerrufen werden. Das heißt, die Beträge müssten dann halt sauber eingehalten werden, weil ansonsten widerrufen Sie nur die 3 Monate. Dann schalten sich die 12 Monate ein, Herr von Rudersdorf. Ja, ist das gefährlich da. Gestellt. Und dann werde ich einen Datenabgleich machen. Wobei ich Ihnen nach dem Geburtsdatum frage und nach den letzten 4 Zahlen von der Kontonummer. Jetzt hat vorhin der Kollege da war. Was hat er für ein Geburtsdatum jetzt eingetragen? Weil da war vorhin stand 98 irgendwie drin. Sind Sie nicht 51 geboren? Doch, aber was hat er jetzt eingetragen? 9. April? Ja, 9.04.51, das stimmt. Genau, und Sie sind ja bei der Sparkasse Zwickau und die letzten 4 Zahlen lauten ja 1081. Korrekt. Das werde ich auch nochmal in der Aufnahme fragen und am Ende werde ich nochmal fragen, ob Sie mit den ganzen Vorgängen einverstanden sind. Ja, bin ich. Und danach werde ich am Ende fragen, wenn Sie in den 3 Monaten was gewinnen, ob Sie mich zum Kaffee einladen. Das können wir machen, das ist ja nicht so weit weg, ne? Dann komme ich mal rüber nach Kreuzberg. Auf jeden Fall, Herr von Rudersdorf. Gut, geben Sie mir dann nochmal 2 Minuten Zeit, weil wie ich auch eben erwähnt habe, ich habe eine begrenzte Zeit wegen der Zusammenfassung. Ja, ich auch. Ich muss gleich noch mit Gurkenwasser gurgeln, ne? Wegen der Halsentzündung auch, ne? Hört man. Gute Besserung auch. Dankeschön. Und der Kollege war auch krank. Schicken Sie den mal nach Hause. Echt? Okay. Herr von Rudersdorf, darf ich loslegen? Ich richte mich ganz nach Ihnen. Sie sind bei der Arbeit. Okay. Ich weiß. die Fragen werde ich stellen, dass Sie sich auch schon mal vorbereiten, ja? Ja, ich versuche schon mal so eine meditative Statue einzunehmen, wie so ein Otter. Okay. Kennen Sie Otter? Fangen wir mal an. Ja. Genau. Ja. Herr Hans-Herbert von Rudersdorf, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Ich fasse kurz zu Ihrer und zu unserer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen und zeichne das Gespräch ab jetzt auf. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay, mein Name ist Lea Milz. Ich rufe Sie wegen dem Produkt MSS aus der Firma Vision an und heute ist der 29.10.2024 und es ist 13.48 Uhr. Waren Sie denn auch mit der Beratung und der Höflichkeit zufrieden? Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal fragen. Das haben wir doch gerade schon mal besprochen. Habe ich da was falsch gemacht? Nein, Herr von Rudersdorf, ich habe Ihnen doch eben gerade gesagt, dass ich eine begrenzte Zeit wegen der Zusammenfassung habe. Ja, aber warum wiederholen Sie dann die ganzen Sachen, wenn Sie es eilig haben? Ja, ich muss ja aber eine kurze Zusammenfassung hier durchführen, damit ich Ihnen hier die ganzen Punkte erwähnen muss. Ja, das haben wir doch eben schon gemacht, junge Frau. Herr von Rudersdorf, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie haben es gemacht, das stimmt. Ja. Aber ich habe 2 Minuten und 30 Sekunden Zeit wegen der Zusammenfassung, ja? Wenn ich diese Zeit überschreite, dann schmeißt mich das System wieder raus. Ach deshalb so. Deshalb habe ich gestoppt und jetzt müsste ich nochmal von vorne beginnen. Alle gute Dinge also, sind drei. Geben Sie mir nochmal. Mein Enkelsohn ist Computertechniker, wenn das so komisch eingestellt ist bei Ihnen. Vielleicht kann der Ihnen helfen. Das müsste ich mal an unserem IT geben. An wen? An unserem Systembereich müsste ich das mal weitergeben. Ja, soll ich Ihnen die Nummer durchgeben? Nein, das brauche ich. Ach so, okay. Okay. Also, bitte melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Ich habe es verstanden. Oh, nein, um Gottes Willen.
Ich fange nochmal zum letzten Mal an, Herr von Rudersdorf. Gut. Ganz kurz nochmal 2 Minuten zuhören, mir einfach die Fragen beantworten, wenn möglich, und danach sind Sie mich auch los. Ja? Können Sie vielleicht einfach kurz pfeifen, wenn ich was sagen soll, dann weiß ich das. Nein, Sie merken doch, ob ich Ihnen eine Frage stelle oder nicht. Ja, aber eben haben Sie ja einfach nur einen Satz gesagt. Das war ja keine. Sie hätten ja sagen können, sind Sie über diese Widerrufsgeschichten aufgeklärt worden? Dann wäre das ein Fragesatz gewesen. Ja, okay, das hat mich nur verwirrt. Nee, also da steht, also ich muss ja auch nur das vorlesen, was vor mir hier steht. Da steht nur auf Ihr Widerrufsrecht und die geltenden AGBs wurden Sie bereits hingewiesen und stimmen diesen zu, richtig? Mehr nicht, das ist ja eine Frage. Ach so, ach, Sie lesen oder das vor? Ja, ach, ich kann es ja nicht auswendig. Na, hätte ja sein können. Es klingt so, als ob Sie das schon lange machen. Ja, ich mache das ja schon länger, aber ich kann es trotzdem nicht auswendig. Ach so. Also noch nicht zumindest. Herr von Rudersdorf, darf ich jetzt loslegen? Na klar, ich rede gerne mit Ihnen. Wir können das gerne nochmal machen. Okay, nein, zum letzten Mal, aber wenn es möglich ist, wirklich unterbrechen Sie mich nicht, ja? Natürlich. Okay, danke sehr. So, Herr Hans-Herbert von Rudersdorf, das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Ich fasse kurz zu Ihrer und zu unserer Sicherheit die wichtigsten Punkte zusammen und zeichne das Gespräch ab jetzt auf. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das bin ich. Okay, mein Name ist Lea Melz. Ich rufe Sie wegen dem Produkt MSS aus der Firma Vision an. Und heute ist der 29.10.2024 und es ist 13.51 Uhr. Waren Sie denn auch mit der Beratung und der Höflichkeit zufrieden? Absolut. Oh, danke. Auch über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten wurden Sie aufgeklärt? Das wurde ich. Okay, dann fasse ich das Wichtigste kurz zusammen. Und zwar, Ihre Teilnahme bei der MSS wird zunächst für eine Laufzeit von 3 Monaten geschlossen und kann unter der Einhaltung einer Frist von spätestens 2 Wochen vor Ablauf der Teilnahme gekündigt werden. Wenn Sie nicht kündigen, verlängert sich die Laufzeit um jeweils einen weiteren Monat. Auch Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, bleiben bis zur Vertragserfüllung gespeichert. Gut. Zu Ihren Spielen in dieser Zeit, Sie nehmen mit Ihrem GbR-Anteil insgesamt mit 149 weiteren Anteilinhabern monatlich an bis zu 1080 Zahlenreihen bei dem 6 aus 49 und 10 Tipps bei dem Spiel 77 teil. Hierzu erhalten Sie zum Monatsanfang Ihre kompletten Zahlenreihen postalisch zugesandt. Der Beteiligungsbeitrag beträgt 77,77 € im Monat und der Beteiligungsbeitrag beträgt 77,77 € im Monat. Genau. Dieser wird rechtzeitig von Ihrem Girokonto per SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht. Die Abbuchungen finden immer noch zu Anfang des Monats statt, somit werde die erste Abbuchung bei Ihnen hierzu zu Anfang Dezember 2024. Das ist dann auch machbar für Sie? Ja, ja, ja. Okay. Das geht ja automatisch, ne, bei einer Abbuchung. Ja. Ganz genau. Ja. Spätestens 2 Wochen vor Beginn Ihrer Teilnahme erhalten Sie Ihr persönliches Begrüßungsschreiben jetzt postalisch zugesandt, damit Sie dann auch nochmal alles schwarz auf weiß zur Hand haben. Und auf Ihr Widerrufsrecht und die geltenden AGBs wurden Sie ja bereits hingewiesen und stimmen diesen zu. Genau. Jetzt habe ich es geschafft. Dann gleiche ich noch kurz mit Ihnen Ihre persönlichen Angaben ab, um sicherzugehen, dass auch alles richtig aufgenommen wurde. Sie heißen Hans-Herbert von Rudersdorf, wohnhaft in Altschauerberg 8 in 91448 in Emskirchen, richtig? Genau, Mädel, Leute. Okay, die Festnetznummer lautet 04862981. Gute Besserung. Dankeschön. Also die Telefonnummer lautet 048-6298-19943. Ist ja richtig. Das Geburtsdatum einmal nochmal bitte von Ihnen. Ja, sagen Sie. Ich brauche das einmal von Ihnen, Herr von Rudersdorf. Ach so, 9. April 51. Danke sehr. Sie haben angegeben, dass Sie bei der Sparkasse Zwickau sind und die Bankleitzahl lautet 2355-051081 und die dazugehörige Kontonummer lautet 8705. Nee, ganz kleinen Moment. Ich habe hier ganz kleinen Moment. Wie bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ich muss nochmal Ihren IBAN wiederholen. Ganz kleinen Moment. Müssen wir jetzt schon wieder von vorne anfangen?
Nein, nein. Und zwar, Sie haben ja angegeben, dass Sie ja bei der Sparkasse Zwickau sind. Die Bankleitzahl dazu lautet 8705-5000. Und die dazugehörige Kontonummer lautet ja 235505. Und die letzten vier Ziffern nochmal von Ihnen. Ach, das müssten wir mit der IBAN machen. Die einzelnen Sachen kann ich nicht auswendig. Ist ja gar kein Problem. Ich brauche nur die letzten vier Zahlen. Aber ich habe nur die letzten von der IBAN, nicht von der Kontonummer. Das ist ja schon seit zehn Jahren. Seit ist das ja schon anders. Von der IBAN geht auch. Sparkasse Zwickau. Genau, von der IBAN tausche die letzten vier Zahlen nochmal von Ihnen bestätigt. Ja, 1801. 1081, genau. Aufgrund der Umstellung des Bankeinzugsverfahrens auf das Belastschriftverfahren erlauben wir uns für Sie, aus den von Ihnen angegebenen Bankdaten die dazugehörige BIK und IBAN zu errechnen. Der Betrag in Höhe von 77,77 € wird, wie bereits mit Ihnen vereinbart, immer zu Anfang des Monats von Ihrem angegebenen Girokonto abgebucht. Nein. Nein. Was nein? Findet nicht statt, scheiß dreckige Betrüger. Ich habe euch jetzt fast eine Stunde verarscht hier im Altersheim. Denken Sie, dass Sie verarscht haben, Herr von Ja, habe ich. Die Adresse ist ausgedacht. Da hat mal ein berühmter Mann gewohnt. Das Haus wurde abgerissen. Die Kontonummer gehört einem anderen Telefonbetrüger. Und Sie sind live bei YouTube und alle Leute lachen Sie aus. Haha. Ach so. Werden wir mal sehen, ja? Dreckiges Pack. Das Gleiche wünsche ich Ihnen. Wir kriegen euch alle. Wir machen euch alle fertig. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr von Wie ist denn das Wetter in Antalya? Denken Sie, dass ich so blöd bin? Ja, du bist richtig blöd. Du bist eine Berufskriminelle. Du bist ein Dieb und ein Bettler am Telefon. Das bist du. Schöne Woche, danke. Kriminelles Dreckspack. Verschwinde endlich. Oh, Leute, ich liebe das, wenn man die so richtig, richtig, richtig schön, richtig durch den Dreck ziehen kann. Bam! Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir euer Feedback dazu, drückt mir aufs Däumchen und wir hören uns nächste Woche. Dankeschön.